Die Borussen sind zurück in der Heimat, nachdem am Wochenende der Telekom Cup in Hamburg anstand. Bis auf Max Kruse, der wegen einer Muskelverhärtung im Adduktorenbereich aussetzte, und Martin Stranzl sowie Torben Marx, die jeweils individuell trainierten, hatte Trainer Favre alle Mann an Bord. Auch der zuletzt verletzt fehlende Branimir Hrgota wirkte wieder mit. Nun gilt die volle Konzentration der Trainingswoche und dem vorletzten Test am Samstag gegen Twente Enschede. Einer, der besonders heiß ist, zum ersten Mal im Fohlendress auf dem Platz zu stehen, ist Neuzugang Fabian Johnson, hat ihn der Trainer in Hamburg doch noch geschont. Jeder Fußballer ist einfach heiß darauf zu spielen. Dann fällt es halt doppelt schwer, wenn man dann die Jungs am Fernseher angucken muss. Aber umso mehr freue ich mich dann auf Samstag. Ja. Zu Recht geht es doch gegen den letztjährigen Tabellendritten der niederländischen Ehrendivision. Gegen so einen starken Gegner sieht man dann auch, wo man in der Vorbereitung steht. Gilt vor allem für den WM-Fahrer mit Trainingsrückstand. Die Jungs sind ja schon voll im Saft. Ich habe jetzt eine Woche trainiert. Ich versuche das so schnell wie möglich aufzuholen, diesen Rückstand, und dass ich da der Mannschaft und dem Verein helfen kann. Das Selbstbewusstsein ist über den Urlaub aber nicht zurückgegangen. Johnson will angreifen. Der Trainer und der Verein wissen, was sie an mir haben. Ich will da auch dran anknüpfen. Und ich will einfach das zeigen, was ich kann. Werde aber da nicht übermotiviert an die Sache gehen und einfach Spaß am Spiel haben. Spaß am Spiel ist das richtige Stichwort. Den hat man auch im Training gesehen. Hoffentlich ein gutes Omen für die kommende Saison. Denn die rückt so langsam, Schritt für Schritt, näher.